Ich bin immer auf der Suche nach Sonnencreme, die ohne Mikroplastik ist, die nicht weißelt, die ohne Duftstoffe ist. Es ist eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Inzwischen gibt es immer mehr Produkte. Diesmal stelle ich euch die Visan Sonnencreme vor. Und wie die so ist, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Ich beschäftige mich viel ja mit dem Thema Nachhaltigkeit, aber eben auch mit hochwertiger Gesichtspflege. Und wer Säuren auf dem Gesicht anwendet, der muss Sonnencreme tragen. Da kommst du gar nicht drum herum. Weil durch das Abtragen der Hautschuppen kann die UVA-Strahlung halt deine Haut so richtig stark penetrieren. Und die Krebsgefahr ist natürlich noch größer. Ich habe schon mal ein Video zum Thema gemacht, das verlinke ich dir mal unter dem i. Heute soll es aber um diese Sonnencreme hier gehen. Es ist wirklich schwierig, eine gute Sonnencreme zu finden, die ohne Mikroplastik ist, die ohne Duftstoffe ist, die korallenfreundlich ist, die keine Nanopartikel drin hat. Sie ist jetzt auch nicht das perfekte Beispiel. Die Visan ist ohne Mikroplastik, ohne Nanopartikel, ohne Octocrylen. Von der Creme her ist sie auch echt gut. Ne? Also die zieht auch wahnsinnig toll ein. Und wer das nicht weiß, wer diesen vollen Schutz haben möchte, also diese 50, der muss halt schon ein Gramm auf dem Gesicht auftragen. Und die lässt sich wunderbar schichten. Das, was ich bei der letzten, die ich verwendet habe, nicht machen konnte, weil sie einfach zu fettig war, ich verlinke dir das mal unter dem i, das kann man mit der wunderbar machen. Also die zieht wirklich super ein. Es gibt zwei Varianten von diesen Cremes, einmal eine 30er, so viel ich weiß, und einmal die hier. Und dann gibt es noch was fürs Gesicht, das ist eine Gesichtssonnencreme. Und ich habe damals mit dem Unternehmen hin und her geschrieben und die sagten mir, dass in der Gesichtssonnencreme eben noch Hyaluron mit drin ist. Jetzt bin ich jemand, ich verwende Actives extra, ich brauche die nicht in meiner Sonnencreme drin haben. Also bin ich hergegangen und habe einfach die größere Tube verwendet, gekauft mit 200 Milliliter. Ich bin mal gespannt, ob ich die innerhalb von einem Jahr leer bekomme. Aber durch das, dass ich halt wirklich dahinter her bin und ein Gramm von dieser Creme wirklich ungefähr täglich auftragen möchte, dürfte das schon einigermaßen funktionieren und Sonnencreme wirklich immer auftragen. Auch für diejenigen, die keine Actives tragen, du brauchst keine Serien, du brauchst kein Shishi für die Haut. Also irgendwelche Cremchen und so, weil die versprechen eben meistens Dinge, die sie nicht einhalten. Wenn du im Alter keinen Bock auf Falten hast oder wenig Falten, so ganz kannst du es nicht aufhalten, trag Sonnenschutz auf. Denn UVA-Strahlung penetriert die Haut am allermeisten und sie macht sie alt. Geschweige denn, irgendwann bekommst du halt echt auch sogenannte Pigmentflecken und wenn es ganz dumm läuft und du halt gar nicht drauf achtest, kannst du auch Hautkrebs provozieren. Mein größtes Thema ist halt das Thema Nachhaltigkeit, also dass eben gerade Kosmetikprodukte kein Mikroplastik und keine Nanopartikel enthalten. Und das ist halt nun mal immer noch so stark in Sonnencremes enthalten. Auch wenn jetzt Unternehmen wie Rossmann und DM eben darauf schauen, dass sie eben Produkte auf den Markt bringen, die kein Mikroplastik haben, auch Formulierungen ändern und so weiter, ist es beim Sonnenschutz eben immer noch nicht so weit. Der DM hat eine Sonnencreme, da sind aber Nanopartikel drin. Also es gibt Produkte, wo beides nicht enthalten ist und das hier ist sowas. Das hat Vor- und Nachteile. Einmal der Preis, der ist super klein, da kann ich echt nichts sagen, also 200 Milliliter. Hier steht zwar Body drauf, das Ganze aber eben auch im Gesicht auftragen, 200 Milliliter. Ich weiß jetzt den Preis nicht auswendig, ich blende euch mal die Inhaltsstoffe und den Preis ein, aber meines Erachtens waren es, glaube ich, 15 Euro, unter 15 Euro. Und da kann ich für die Menge einfach nichts sagen, absolut nichts, da gibt es nichts zu meckern.
Auch die Formulierung von der Creme ist echt angenehm. Ne? Sie fettet nicht so unwahrscheinlich stark, sie zieht gut ein und die Haut fühlt sich gut durchfeuchtet an. Es gibt ein krasser Punkt, und das wusste ich schon, als ich sie gekauft habe, weil ich habe die Creme zum ersten Mal bei Hey Lila Hey auf dem Kanal gesehen. Das ist die Beduftung. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Creme so stark beduftet ist. Und sie ist richtig stark beduftet. Sie ist nicht mit deklarationspflichtigen Duftstoffen parfümiert, wenigstens das. Aber sie ist so stark beduftet, dass das Parfüm, was sie enthalten ist, oder die Parfümstoffe, relativ weit oben in der Inhaltsliste auftauchen. Und als ich die zum ersten Mal aufgetragen habe, ich habe die ganze Zeit diesen Duft von der Creme gerochen. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, es ist okay. Aber wenn jemand wirklich auf Duftstoffe reagiert, zumal eben auch vielleicht Kopfschmerzen davon bekommt, ist die Creme definitiv nichts, weil sie duftet unwahrscheinlich stark. Ich bin auch hergegangen, weil die Creme, also sie ist ja gut, aber sie duftet halt nochmal unwahrscheinlich stark. Ich bin hergegangen, habe Visan angeschrieben, macht es bitte auch, wenn ihr daran interessiert seid. Habe Visan angeschrieben auf das Thema und habe gemeint, ihr würdet euch einen riesengroßen Gefallen tun, wenn ihr eine Creme rausbringen würdet, die keine Duftstoffe enthält. Ich weiß über Instagram, dass der Leon die Creme auch mal gezeigt hat und eben genau das Gleiche gesagt hat. Also sowas bewirkt auch etwas, wenn man die Unternehmen anschreibt und eben seine Wünsche diesbezüglich äußert. Weil wie gesagt, die ist gut formuliert und die funktioniert unwahrscheinlich gut auf der Haut. Aber sie duftet so unwahrscheinlich stark. Gott sei Dank habe ich mich an den Duft, wie gesagt, gewöhnt. Aber mich hat auch schon jemand angesprochen, als ich die zum ersten Mal drauf hatte oder die ersten zweimal drauf hatte und mich gefragt, was für einen guten Duft ich drauf hätte. Und wenn du duftest anhand deines Gesichts, es ist schon ziemlich heftig. Visan bekommst du bei Müller. Ich habe es so gemacht, weil mein Müller hier nicht sonderlich groß ist. Ich habe mir die Sonnencreme in meinen Müller bestellt. Da gehst du einfach mal auf die Homepage und habe mir, wie gesagt, die Creme in meinen Müller bestellt und habe das dann da abgeholt. Und das war überhaupt kein Problem. Es war nur ein Problem, ich musste dann ein bisschen lachen, weil mein Müller das irgendwie noch nie gemacht hat und noch nie so eine Tüte erhalten hat. Da musste ich ein bisschen lachen, weil die Angestellten das suchen mussten. Aber warum sollst du das so machen? Da zahlst du keine Versandkosten. Du kannst direkt bei dem Unternehmen bestellen. Ich verlinke dir das mal unten im ersten Kommentar, das kannst du auch machen. Aber da musst du dann eben Versandkosten bezahlen. Musst du bei Müller nicht. Und vielleicht brauchst du bei Müller noch ein bisschen was anderes, dass du dir da einfach was anderes noch mitbestellen kannst. Oder du hast einen Müller, einen richtig gut sortierten Müller vor Ort, der diese Marke eben vorrätig hat. Denn sie ist vegan. Sie ist richtig toll. Sie ist vegan. Sie ist tierversuchsfrei. Sie ist ohne störende Nanopartikel, ohne Mikroplastik. Sie hat kein Octocrylen. Richtig großartig. Jetzt fehlt nur noch wirklich eine 30er und eine 50er von Visan ohne Duftstoffe. Dann wäre ich unwahrscheinlich glücklich. Weil, sind wir doch mal ganz ehrlich, so eine Sonnencreme muss doch nicht duften. Du cremst dich doch nicht ein, um gut zu duften. Das ist immer noch so eine Sache, die in unserer freien Marktwirtschaft angewandt wird, weil wir halt eben auf Düfte reagieren. Und man muss sich halt eins merken: Duftstoffe auf der Haut sind ein schwieriges Thema. Es gibt deklarationspflichtige Duftstoffe. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, verlinke ich dir mal unter dem i. Es gibt deklarationspflichtige Duftstoffe, die sogar Allergien etc. auslösen können. Das ist im Sammelbegriff Parfum, wenn wir in den Inhaltsstoffen guckst, im Sammelbegriff stecken ganz, ganz viele Duftstoffe dran. Die sind halt nicht deklarationspflichtig. Nichtsdestotrotz reagieren auch andere Leute auf diese Duftstoffe. Ja, also es sind 26, die schwierig sind, aber es gibt noch weitere, auf die Menschen auch reagieren. Und du schließt halt wirklich eine ganze Personengruppe aus, die eben darauf achten möchte, keine Duftstoffe anzuwenden. Und hier sind halt einfach viel zu viele drin.
guter Preis, gute Creme und sie lässt sich unwahrscheinlich gut schichten, super. Aber es geht halt einfach nicht mit dem Duft. Ich glaube, ich habe das jetzt schon oft genug gesagt. Also wenn dich das auch nicht stört wie mich jetzt, ich vertrage es auf der Haut, das ist alles kein Ding, dann greif zu, greif wirklich zu, weil wie gesagt, für den Preis kannst du echt nichts sagen. Und du findest die Creme bei Müller. Du kannst es bei Müller bestellen, wenn das in deinem Müllermarkt nicht vorrätig ist. Du gehst auf die Homepage oder du bestellst direkt bei Visan. Kennst du die Marke? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Schreib mir auch in die Kommentare, welchen Sonnenschutz du verwendest, was du da empfehlen kannst und achtest du schon auf Mikroplastik? Ab in die Kommentare. Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.